Dann freue ich mich auch schon auf unseren nächsten Speaker. Das ist Markus Reuter, der bringt jetzt hoffentlich seinen Laptop mit nach vorne. Dann cool. Und Markus kennen einige sicherlich, der war glaube ich auch schon mal hier, der ist Autor bei Netzpolitik, der ist Mitgründer der digitalen Gesellschaft und er spricht über Social Bots und über Fake News. Das hat ja gerade jetzt mit den US-Präsidentschaftswahlen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Fake News ist tatsächlich der Anglizismus des Jahres 2016 geworden. Und wie bitte? Nein. Und ich denke, umso wichtiger ist es, dass er jetzt mit uns darüber spricht. Hast du es schon geladen? Nein. Perfekt. Wunderschön. Bitteschön. Ja, herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag zu Fake News. Die Bots lasse ich heute mal weg. Wir haben jetzt viel gehört in den letzten Wochen und es gibt so eine extreme Inflation dieses eigentlich noch so jungen Begriffs der Fake News. Denn jetzt ist alles Fake News. Ja? Also Fake News ist in den 3 Monaten zum politischen Kampfbegriff geworden, mit dem auch ernsthafte und glaubwürdige Berichterstattung in den Dreck gezogen werden soll. In einer beispiellosen Attacke fährt zum Beispiel Donald Trump den Begriff gegen die Pressefreiheit auf. Einerseits eben, um Medienhäuser zu diskreditieren oder eben, um Umfrageergebnisse umzudeuten. Und das Skurrile ist, dass die Trump-Administration in den 14 Tagen ihrer Regierung eigentlich so viel lügt, dass sich die Balken biegen. Das fängt an von der Menge der Zuschauer bei der Amtseinführung, die der Pressesprecher hochlügen musste, bis hin zu Dingen wie die Erfindung von Terroranschlägen, die Kellyanne Conway, das ist die Schöpferin des Begriffes Alternative Facts und irgendwie mittlerweile meine Lieblingsperson in diesem Trump-Zirkus, ins Spiel brachte, nämlich das Bowling Green Massacre. Das Ding gab es nicht. Und wir sind in der Verdrehung der Fakten mittlerweile so weit, dass die Kommunikationsguerilla mittlerweile gegen Fake News vorgeht. Also das finde ich schon eine ganz schöne Wendung. Man sieht hier die erfundene Opferhilfe für die Opfer des Bowling Green Massacres. Der Spendenlink führt allerdings direkt zu ACLU, der großen Bürgerrechtsorganisation. Das zeigt ganz schön, dass dieser Begriff der Fake News tot und unbrauchbar ist. Wir sollten uns also von ihm verabschieden und stattdessen eben Dinge so benennen, was sie also sind. Also eine Lüge ist eine Lüge, eine Falschmeldung, eine Falschmeldung, ein Fehler, ein journalistischer ist ein Fehler und Hetze ist eben Hetze. Propaganda, klar. Also es gibt ja noch einen Haufen Begriffe, die man da dazufügen kann und man das auch ein bisschen filigraner hinbekommt als mit so einem alles durcheinander Begriff wie Fake News. Der zweite wichtige Punkt in der ganzen Debatte ist, dass alles durcheinander geht und zwar, man nimmt so einen großen Topf und dann schmeißt man da Social Bots rein, Hate Speech, Putin, Propaganda, Hacking, was weiß ich, Fake News und es soll dann irgendwie zusammen bekämpft werden und das wirft man in den Topf und dann kommt daraus dann Regulierung heraus. Ne? Also so wird es allerdings nicht gehen und es gibt dann extrem viel Kollateralschaden, wenn man das so angeht. Ein dritten Themenkomplex, den ich in dieser Debatte wichtig finde, ist, dass wir so rechte Verteidiger der Meinungsfreiheit auf einmal haben. Also die lautesten Verteidiger der Meinungsfreiheit oder scheinbare Verteidiger kommen momentan aus dem rechten Spektrum. Und die Rechte kann sich hier schön als Hüter von Grundrechten inszenieren. Und auch immer, jetzt gehen sie wieder gegen uns vor. Letztlich schadet dann dieses falsche Engagement aber dem Grundrecht, weil es auf einmal von rechts besetzt wird und damit entwertet wird. Aber ich habe nicht nur für die Rechten natürlich Kritik, sondern auch für die, sagen wir mal, progressive Lager. Nämlich gleichzeitig wird hier mit dem Begriff der Hate Speech operiert. Da wird ein Begriff etabliert, der nicht definiert ist und deutlich weiter gefasst ist als das, was eigentlich eine gesetzliche Verletzung von Meinungsfreiheit wäre. Also hier muss man schweinisch aufpassen. Das ist so eine weite Definition, dass da nicht Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und eine Zensur Vorschub geleistet wird. Und jetzt kommen wir vielleicht bei dieser ganzen Debatte zu den gefährlichen Maßnahmen, die jetzt auf einmal aus dieser Fake News-Debatte entstehen. Denn aus diesem ganzen Gemengelage und auch dieser Vermischung von Begriffen
gibt es einige Versuche, da politisch Kapital rauszuschlagen. Und ich meine jetzt mit den gefährlichen Versuchen gar nicht mal so Sachen wie Facebook macht jetzt Fact-Checking. Da wird man auch schauen müssen, was da passiert, aber generell geht es da noch lange nicht um Sperren oder Löschen von Begriffen. Das sind die weniger gefährlichen Sachen, also das sollte man uns genau anschauen, wie das funktioniert und wie transparent das doch überhaupt ist. Und, aber andere Beispiele, die es eben im Raum waren, kurz vor Weihnachten, auf einmal das Wahrheitsministerium, das heißt natürlich bei de Maizière Abwehrzentrum gegen Desinformation. Das war eine Idee, die plötzlich im Raum stand, aber die ist schon wieder vom Tisch, also es hat sich niemand mit draufgesetzt. Die zweite Idee, auch immer ganz beliebt, sind Websperren, die hatte der Herr Sensburg von der CDU ins Spiel gebracht. Die sind auch vom Tisch, gehe ich mal von aus. Und das dritte ist der digitale Hausfriedensbruch. Das ist eine Gesetzesinitiative, ursprünglich von dem schwarz-grünen Hessen ausgehend, die dann von Sachsen-Anhalt und Bayern unterstützt wurde. Was man hier versucht, ist Verletzungen von allgemeinen Geschäftsbedingungen in sozialen Netzwerken als daraus eine Straftat abzuleiten. Also jemand macht ein Pseudonym auf Facebook und zack, ein Jahr Knast bedroht. Also das ist eine sehr gefährliche Sache, weil niemand von uns kennt diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und es ist auch irgendwie sehr fahrlässig, da ranzugehen. Und das Interessante war eigentlich, dass dieses Gesetz war gedacht gegen Botnetze, die irgendwie Spam versenden und dann, ach, jetzt machen wir das mal für Social Bots auch noch, passt ja irgendwie gut drauf. Das Ding ist, die Bundesregierung hat dieses Ding auch abgelehnt, dieses Gesetz, und ich vermute mal, dass es gescheitert. Können wir auf jeden Fall hoffen, dass es gescheitert ist, weil das wird eine sehr gefährliche Gesetzgebung bringen. Heißt aber nicht, dass das nächste nicht auch gefährlich ist, und das ist das, was momentan im Raum ist. Also die momentanen Vorschläge gehen so in die Richtung, Facebook oder andere soziale Plattformen sollen eine Meldestelle einrichten und die soll dann innerhalb von 24 Stunden auf Fake News oder auch Hate Speech reagieren und diese dann löschen. Und weil es mit den 24 Stunden nicht ausreicht, dann setzt man noch was drauf, nämlich 500.000 Euro Strafe, wenn ihr das nicht innerhalb von 24 Stunden macht. Das große Problem an sowas ist, wenn ich jetzt, also Fake News kann ich ja gut erkennen, wenn es sehr primitiv gelogen ist, also Papst sagt, wählt Trump, kann ich irgendwie gucken, hat der Papst das gesagt, hat er nicht gesagt, okay, kann ich sagen, es stimmt nicht, aber was passiert jetzt, wenn die Pharmaindustrie eine 120-seitige Studie macht, die vielleicht auch Fake News ist, jetzt kritisiere ich das als NGO und sage so, ey, das ist irgendwie gelogen, dann mein Post soll dann wegkommen, dann geht nämlich das Pharmaunternehmen hin und sagt, hey, die machen hier Fake News, die NGO. Facebook hat 24 Stunden Zeit, das alles zu überprüfen, sonst müssen sie 500.000 Euro zahlen und dann kann man sich ja so ein bisschen ausrechnen, wie Facebook dann in der Löschpraxis vorgehen wird. Das Ganze, der große Komplex, der hier im Raum steht, ist privatisierte Rechtsdurchsetzung. Also hier werden Plattformen eben wie Facebook zu Staatsanwalt, Richter und Henker gleichermaßen, also über die Meinungsfreiheit, und sie bekommen Aufgaben, die eigentlich Gerichte lösen sollen. Und das Ganze wird dann nochmal verschärft, indem ich Upload-Filter noch fordere. Und die sind jetzt gerade schon implementiert worden. Und dann Twitter, Microsoft und Facebook das gemeinsam gelaunt. Da geht es, wir wollen Terrorpropaganda verhindern. Das Ganze gibt es schon gegen Kinderpornografie, wird das auch schon eingesetzt. Aber mit solchen Filtern, die eben auf den digitalen Fingerabdruck von Dateien gehen, also jede Datei hat so eine Art digitalen Fingerabdruck und jetzt speise ich den in eine Datenbank rein, sage, das ist eine unerwünschte Datei und dann kann ich die überall komplett durchlöschen in dem Netzwerk. Mit sowas kann ich, wenn ich das ausweite, sehr effektiv und sehr schnell alles weg- und durchzensieren. Und das Ganze wird nochmal verschärft und da fordert Herr de Maizière zusammen mit dem französischen Innenminister eine Schwächung des Host-Provider-Privilegs. Da die Idee von dem Host-Provider-Privileg, kennt ja wahrscheinlich viele hier, ist, eigentlich muss ich, wenn ich eine Plattform habe, erst dann was runternehmen, wenn ich Kenntnis davon erlange. Und das wollen die eigentlich schwächen. Die wollen sagen, ja, du musst davor wissen, bevor irgendwas auf eine Plattform, auf einen Server kommt, musst du schon wissen, ob das strafbar ist. Das ist eine weitere Drohkulisse, die auf jeden Fall zu Overblocking führen wird, denn die Unternehmen werden natürlich alle panische Angst haben davor, dass sie irgendwie strafbare Inhalte drauf haben und dann noch mehr löschen, als nötig ist. Also insgesamt sieht es ziemlich mies aus, was durch die Fake-News-Debatte da befeuert wurde und nochmal an Fahrt gewonnen hat.
und es ist eine große Gefahr für die Presse- und Meinungsfreiheit. Und deswegen sollten wir alle dagegenhalten und protestieren. Dankeschön. Danke. Hat noch jemand Fragen an Markus? Bitte schön. Ja, danke schön. Du hebst damit etwas auf, was auf dem Chaos Computer Kongress ja an, da wurde das Fake News einfach unwidersprochen, auch selbst in Bezug auf rechte Propaganda angewendet. Und das fand ich jetzt fantastisch, dass du das nicht machst, sondern da nochmal genauer hinguckst. In Bezug auf, was können wir tun, um das zu stoppen, um quasi in diese Fallstricke nicht reinzukommen, wie damit umgehen, fände ich ganz gut noch zu überlegen. Zwar ist das, was du machst, jetzt die Aufklärung darüber auch schon ganz klasse, aber trotzdem hätte ich gern dazu vielleicht auch noch ein paar Antworten oder eine. Also ich glaube, ein Grundding ist, wir alle wissen nicht, wie wirken eigentlich Fake News. Also wir wissen auch nicht, wie viel gibt es davon und wie wirken die auf die Leute. Wirken die wirklich so, dass jetzt Menschen da in ihrer Willens- und Meinungsbildung irgendwie umgedreht werden oder zu irgendwas hin verleitet werden? Und da gibt es praktisch keine empirische Studien zu. Das fängt gerade an in den USA. Und ich glaube, das ist das große Ding erstmal, bevor man, also dass alle nach Regulierung schreien, aber eigentlich man nicht weiß, was überhaupt da passiert und wie effektiv sind überhaupt Fake News. Also ich glaube, die meisten Leute hier haben wahrscheinlich auch schon mal eine Fake News verbreitet aus Versehen und dann später gemerkt, dass es Fake war. Das passiert halt einfach. Ich meine, und ich glaube, es gibt aber sehr einfache Methoden, um eben zu gucken. Ich muss halt, wenn ich auf Twitter bin, nicht immer gleich auf Retweet klicken, wenn irgendwas spannend aussieht. Also, weil die, das kann, also ich glaube, man muss einfach so ein bisschen näher reinschauen, ne? Wer verbreitet irgendwas, haben da schon andere was zugesagt? Da letztens ging so ein Bild rum, die haben bei dieser North Dakota Pipeline, hätte die Polizei dieses Lager dieser indigenen Demonstranten quasi angezündet, das war ein Bild aus irgendeinem Cowboy-Film. Und da muss man eben gucken, da steht aber schon gleich der Erste, der darauf antwortet und sagt, hey, stopp, das ist hier aus dem Film von 2012 irgendwie ein Bild. Also ich glaube, man kann mit ein bisschen gesunden Menschenverstand sehr viel dieser Fake News eigentlich schon erkennen und dekonstruieren, und ich glaube, da sind auch alle gefordert. Also ich finde auch so Sachen wie, wenn die Polizei so Gerüchte dekonstruiert, ist das wichtig, und dass alle eben ein bisschen mehr schauen. Also ich glaube, das ist nicht, es ist gerade bei diesen billigen Fake News relativ einfach. Cool. Gibt es noch Fragen? Dazu? Da. Vielleicht daran anschließend einfach die Frage, vielleicht habe einfach nur ich nicht mitgekriegt, aber apropos diese Eigenverantwortung, hast du mitgekriegt, dass in der Debatte rund um Fake News das eigentlich groß geworden ist, was ja eigentlich ein Ansatz wäre, in Bildung da nochmal rein zu investieren? Ja, ich meine, wenn man nachgefragt, was so Länder in ihrem Haushalt für Medienkompetenz ausgeben, das sind so Beträge zwischen 1 und 20 Cent pro Person und Jahr. Und das ist natürlich ziemlich wenig, um irgendwie die Leute ordentlich auf Fake News zu schulen. Aber ich glaube, das ist so eine Gemengelage. Da müssen Journalisten aufpassen, dass sie eben nicht in solche Fallen treten. Das gilt vor allem für die Social Bots, dass sie eben nicht irgendwie ungeprüft irgendwelche Zahlen, wer wie viel Follower hat oder wie lang getrendet ist, dass es heute halt nicht mehr so viel wert ist, wenn ich nicht weiß, ob da wirklich Menschen dahinter sind oder irgendwelche Umfragen. Und also ich glaube, da sind alle Seiten gefordert. Ich finde, die Debatte, so breit und lang sie jetzt war, hat ja eigentlich schon so eine Sensibilisierung gebracht, und ich glaube, da liegt auch eine Chance drin, dass jetzt alle so ein bisschen mehr gucken. Auch nochmal? Ja, ich hätte noch eine Frage jetzt in Bezug auf Breitbart News, die ja auch quasi von Großbritannien aus schon auch anfangen, die europäischen sozialen Netzwerke zu überschwemmen, noch nicht, aber sie sind zumindest präsent. Mich interessiert auch, wie wir das stoppen können oder was du für eine Idee hast. Da gibt es ja schon einige Versuche, ne, mit irgendwie denen die Werbehähne zuzudrehen. Ansonsten muss man es halt irgendwie aufklären und eben zeigen, dass das Quatsch ist. Aber ich glaube, dass die Fake News an sich ist jetzt kein neues Phänomen. Also die Huffing-
Nein. Entschuldigung, da jetzt in Bezug auf Breitbart und die dahinter stecken, würde ich tatsächlich nicht von Fake News sprechen, sondern das ist Kriegspropaganda für die Heimatfront der Rechten. Ja, aber die Grenze ist natürlich fließend zwischen Fake News und Propaganda. Also ich denke, das ist eigentlich relativ ähnlich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das passiert vielleicht. Du bist doch bestimmt auch nach der Veranstaltung noch da für eine Diskussion oder für Fragen? Ja, ich bin da. Okay, dann würde ich so einfach zum nächsten Talk übergehen und ihr könnt euch hinterher noch unterhalten. Dankeschön.